Mein Name ist Susanne Hauen. Ich bin von 1977 bis 1983 zur Ranke-Schule gegangen. Ja, mein Name ist Michael Panke. Ich war von 1976 bis 1983 in der Ranke-Schule. Wir waren sozusagen dann in der 8. Klasse, oder sind in der 8. Klasse, dann halt eben in den Neubau gezogen. Als ihr da reingekommen seid in die Schule, was ist euch als erstes so aufgefallen? Was mir als erstes aufgefallen ist, ist orange-grün. Also ich fand diese orange Farbe toll. Ich fand, das hatte sowas vom Raumschiff und ich habe mich sehr gefreut, auf diese neue Schule zu kommen. Als wir dann in diese Schule gekommen sind, war das natürlich schon was ganz anderes, weil die war ja, sehr hell, sehr große Räume. Man hatte unerhört viel Platz. Es waren sehr große Treppenhäuser. Man hatte eigene Schließfächer, daran war vorher überhaupt nicht zu denken. Und ja, eigentlich auch schon die integrierte Aula mit der Bühne, die da drin war. Die Vorlesungssäle haben mir auch sehr gut gefallen, weil sowas gab es ja früher auf dem Gymnasium noch nicht. Das kam ja eher von der Uni, diese Idee. Und da die Ranke-Schule sehr groß ist von der Grundfläche, waren die Hörsäle mittig angesiedelt. Wie viele von diesen Hörsälen, wie du sagst, gab es denn das? Und kann man die sich wirklich wie einen Hörsaal vorstellen? Ja, waren also wirklich treppenförmig angeordnet. Es gab zwei kleinere, also einen nach hinten raus. Dann kam das Treppenhaus, daneben gab es einen wiederum kleinen Hörsaal, der war rein Chemie. Und dann gab es einen recht großen mit zwei Eingängen. Also ich würde mal sagen, der war locker 3 bis 4 Mal so groß wie die kleinen jeweils. Und alles andere naturwissenschaftliche, also so Biochemie, die waren flachen Räumen, die hinten zum Sportplatz raus waren. Aber da war auch das Besondere, die hatten ja Glas vom Boden bis zur Decke, also war immer schön hell. Ja, waren noch super ausgestattet. In jedem Raum Gas, Wasser, Anschluss, was nicht alles, dass man da die Versuche machen konnten. Entsprechende Labortische. Brenner. Ja, genau, ja. Richtig. Also entsprechend auch mit Absaugeinrichtungen diesen Hörsälen. Also das war sehr, sehr komfortabel für den Unterricht. Na, gemauert war gar nichts, das war eigentlich alles nur Beton. Und dazwischen die Wände waren dann eben so eine Metalltrennwände mit Oberlichtfenstern, also damit auch Licht in die Nachbarräume kommt. In diesem extrem breiten Flur, da waren Lernkabinen. Die waren ja in so einem schönen 70er-Jahre-Gelb alle gehalten. Tische, die eben an 3 Seiten abgeschlossen waren mit so einem Sperrholzwänden und da drin stand auch ein Stuhl. Da hätte man also für sich alleine lernen können, Hausarbeiten fertigen oder was auch immer. War eine schöne Idee, aber hat so nicht funktioniert. Ich glaube, damals war das auch noch so, dass man entweder in den Hort gegangen ist oder dass man ganz einfach nach Hause gekommen ist. Und die Bibliothek, die Hugo-Heimann-Bibliothek, war die von Anfang an dabei? Ja, die war von Anfang an dabei. Das war toll, ja. Also wir haben da viel drin gesessen. Ja. Und war vor allem nachher interessant, als es dann mit den Freistunden losging. Ja. Also dass dann, wenn man Unterricht ausgefallen ist oder auch in der Oberstufe dann halt sowieso, zumal es auch eine Zeitschriftenecke gab mit so einem, ich glaube auch grünen Sessel, ne? Mhm. Die standen dann gleich rechts in der Ecke und oben in dem 2. OG war jeweils ein Doppelwaschbecken, auch in einem ganz herzhaften, dunkelorange, auf blauem, langgehenden Holz, mit einem großen Spiegel dran. Ne? Und das gab es also 4-mal, also jeweils so ein orangefarbenes Doppelwaschbecken. Also so richtig 70er-Jahre-like. Und ganz Stühle, das waren eigentlich Flirt-Otto-Stühle, Konferenzstühle. Die hatten die Besonderheit, einmal gab es die wie in der Uni, dass man sich so einen Tisch darüber machen konnte, so einen Klapptisch. Und die waren ineinander zu ketten, weil unten in der Aula fanden ja auch Vorführungen da statt. Also kann man, Vorhang hatte die Aula auch, ne? Anders ist die Bühne. Ja, diese ganze Bühne war ja auch halt sehr, sehr speziell. Sehr modern. Also die hatte wirklich eine profimäßige Beleuchtung, die hatte eine richtige, heute würde man sagen, Soundanlage, also hatte auch richtig vernünftige Mikrofone, vernünftige Lautsprecher, Vorhang und so weiter. Also die war schon sehr, sehr gut. Und die Steuerung der ganzen Technik, das war, da gab es so ein roten Turm, sage ich mal. Da hat unten der Hausmeister drin gesessen, hat aufgepasst, dass keiner Unfug macht. Und da drüber, im 1. OG, da war dann die Steuerung für die ganze Technik. Dann auch die Farben, also ihr sprecht ja auch ganz auf die Farben an. Wie wirkten die in den 70er Jahren? Das war schön. Nee, ja, das war sehr angenehm. Es war modern. Ja. Es wäre jetzt nicht so wie heute, wo man sagt, um Gottes Willen, dieses orangefarbene Gebäude. Nee, das hat man angenommen. Das ICC wurde dann natürlich auch gerade gebaut, glaube ich, zu der Zeit.
Und wenn man sich die Architektur anguckt, ist der durchaus ähnlich. Obwohl, innen waren die Farben ja nicht so krass. Also die, da war es gelb. Diese viel. Metallwände waren ja eigentlich weiß gehalten. Die hatten dann, ich weiß nicht, so in 2 Meter Höhe irgendwie noch einen roten Streifen dran, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Der Teppich, der war braun gehalten. Die Betonteile, sag ich mal, die waren grau gestrichen. Die Bäder waren weiß gefliest. Also Bäder, Blödsinn, die Toiletten waren weiß gefliest. Diese Kabinen hatten auch so einen Blauton, also das war jetzt nicht so schreiend bunt, dass man Schreck kriegt. Gut, um die Waschbecken schon, aber der Rest, der war dann eigentlich. Und denn, was auch total toll war, im ersten Stock, da waren ja eben dieses Treppenhaus und um den Treppenhaus war ja alles gruppiert. Und da war vor den Vorlesungssälen waren breite Flure und da stand eine runde, orangefarbene, runde Sitzmöglichkeit. Die sind aber später erst hingekommen. Echt? Ich dachte, nein, diese Rondelle gab es noch nicht von Anfang an, die wurden später nachgerüstet. Ich weiß noch, genau. Die waren auch dann braun mit Teppich beschlagen und oben war dann so richtig orange. Gelb, orange irgendwie so. Ja. Da gab es dann 2 von diesen Kreisen. Genau, da konnte man sitzen und warten, sich unterhalten. Ja. Also die habe ich als Kommunikation gut in Erinnerung. Rundum gesehen sehr funktionell und sehr, sehr kommunikativ, sehr zweckmäßig und schön. Also ich bin gerne dahin gegangen. Ich war traurig. Kann man noch was sagen zu der Sporthalle? Die war schon wirklich sehr besonders, weil die hatte damals Trennwände, die man runterlassen konnte. Damit konnte man die dann dritteln. Damit ergab sich dann die Möglichkeit, also dass ja Mädchen und Jungs hatten ja damals getrennt Sport, dass die sich also nicht ins Gehege gekommen sind. Ich habe mal irgendwo gelesen, das Besondere oder ein besonderes Merkmal war gewesen, dass die Wände wohl irgendwie zu versetzen gewesen wären. Da waren theoretisch Rillen. Und je nachdem, wie viele 7. Klassen das waren, konnte man auch die festen Wände. Das war ja prinzipiell so, genau. Ja. Dadurch, dass das ja nur so eine Metallwände war, die hätte man jederzeit halt versetzen können. Aber das ist, glaube ich, nie gemacht. Die Schule ist ja jetzt denkmalgeschützt seit 2019. Und da wird halt viel geredet über diese Schulstraße, über dieses Verbindungselement. Wie ist einem das als Schüler so aufgefallen? Hat man das wahrgenommen? Die Schulstraße ist, was versteht man eigentlich? Und wahrscheinlich im Erdgeschoss, wenn du durchlaufen konntest, denke ich mal. Wobei, also eigentlich hatte sie ja mehr als eine. Also eigentlich bestand Moment, die ganze Schulstraße. Die Straße, wo man durchlaufen konnte, das heißt, ich bin von der Putbusser Straße reingegangen und bin hinten rausgekommen. Das ist wie eine Münder, okay. Genau. Also man konnte faktisch einmal durchgehen, das stimmt. Aber für mich war das keine Straße, sondern für mich war das ganz einfach so, die Schule hatte 2 Eingänge. Was man noch erwähnen müsste zu der Schule prinzipiell, als die damals eröffnet wurde, konnte man kein Fenster öffnen, die waren alle zu und es gab nur diese Klimaanlage. So, dann hat man irgendwann festgestellt, die Luft ist zu trocken. Also es gab auch keine Abschattung, das gab es auch nicht. Die war einfach so nackig, da war gar nichts. Also das war auch so eine Besonderheit dieser Schule, die also erst im Laufe der Jahre wirklich vollständig wurde.